Das hört sich aber so ein bisschen so an, als die Desiree, die hat auf den Anruf gewartet. Die wartet nämlich immer abends von 22 bis früh um 6 Uhr auf Anrufe. Ja, hallo meine Freunde der Sonne. Es tut mir schon mal leid für die Qualität, aber heute gucken wir uns die 10 besten, nee, wieso die 10 besten, die besten TV-Bahnen an. Können ja mehr sein. Das ist natürlich immer so eine Sache hier bei uns im Fernsehen. Die Kolleginnen aus der Maske, immer wieder gern im Fernsehen, heute mal von hinten. Sozusagen schon an der nächsten Station. Ja, das kenne ich. Der springt aus und fliegt dahin. So geil. Rechte Hand am rechten Griff, wie es so schön heißt. Und genau falsch gemacht. Und damit können Sie auch schon spazieren fahren hier. Wow! So geil. Also, das ist natürlich ein bisschen spaßiger als Radeln fahren hier mit diesem. Vor allem danach haben ganz viele Leute gesagt, nee, wir bestellen es nicht, ist zu gefährlich. Also ich glaube, er hat mit seinem Unfall dafür gesorgt, dass die Leute gesagt haben, nee, das ist uns zu gefährlich, wir bestellen das Teil nicht. Die Aktie ist einfach wahnsinnig gut gelaufen. Das kommt natürlich auch mit dazu. Ach, ich nee, Katja, das ist auch noch nicht. Ja, so wie die Aktie runter, ne? Ich stürze von der Empore. Ich wollte. This is Fashion Week over in Paris. The latest fashions are on the runway for next spring. But there was a problem out there today. One of the British designers' shows had a difficulty. A model fell down twice. That's her going down once. The only one wearing that pink skirt and the orange platform shoes never quite recovered after that. There she goes again. wie er noch versucht, seriös, ganz seriös darüber zu berichten. That hurt. That was uncool. That's embarrassing. This is at least the second time. Well, you all are just really tickled by that, aren't you? You try walking in those shoes. Hey, first of all, baby, I got enough meat on me that it's all right. George, das könnte ich sein. Das könnte ich sein, wenn Schnee draußen liegt. I'm sorry. Come on. We were a hold on, hold on. Oh, ist das gemein. Haben Dokumente, die Sie in einer Situation zeigen. Das glauben Sie nicht. Fangen wir damit mal an. Was war das denn? Ironie des Schicksals, dass sie heute eines der prestigeträchtigsten Gebäude der Region ist. In unserer Serie Kühne Konstruktion stellen wir in dieser Woche einige der beeindruckendsten. Hey, das sind ja auch immer die geilsten, ne? Die direkt anfangen zu lachen. Keiner weiß, worum es geht, aber erstmal lachen. Ne? Das könnte ich sein. Erstmal schon vorlachen, einfach schon mal vorlachen. Bauten in Winterlandschaften vor. Und im zweiten Teil geht es jetzt also nach jetzt. Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft, gewonnen. Er schlug im Finale den Schweden Edberg mit 6 zu 4, 1 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 2. Die Lottozahlen. Ist das geil. 3, 6, 19, 33, 38, 43, Zusatzzahl 46. Verzeihung. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09. Entschuldigung. 09. Ist das bescheuert? 2 942. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Wird auch auf Sie noch zukommen, glaube ich. Auch noch. Ja. Da hinten. Wo ist denn eigentlich der Kollege? Ich hatte doch heute Morgen hatte ich hier noch einen Kollegen. Hier ist er doch. Wo denn? Hier. Sven. Ja. Ach, da. Ja. Das ist eintretender Alzheimer, ne? Das kann uns allen betreffen. Darüber sollte man definitiv nicht lachen. Man sollte die Menschen akzeptieren, respektieren und den Menschen helfen. Ne? Das ist nicht schön, sowas. Ich habe zum Beispiel auch öfters schon passiert, das Handy in der Hand gehabt. Und was ist? Ich suche die ganze Wohnung ab, wo mein Handy ist. Obwohl ich mein Handy in der Hand habe. Das ist nie gut. So fängt's an. Ne? Und irgendwann vergisst du noch Steuern zu bezahlen. Und mit. Ja.
Danke, Alexander Niemitz. Der Ölpreis ist gestern stumm gestiegen und da hat der DAX auch schon deutlich verloren. Ist das schon eingepreist? Es sieht fast so aus, wenn man sich den X-DAX heute Morgen anguckt, Astrid. Und die US-Börsen, die haben gestern sich dann ja auch noch mal etwas erholen können. Und das eben auch nach Börsenschluss hier in Europa. Dementsprechend werden wir heute einen Tick freundlicher starten. Der X-DAX bei 6.000. Ich bin zu grün, höre ich gerade. Nee, das wollen wir unseren Zuschauern nicht zumuten, Astrid. Ich habe gerade schon gedacht, Ihnen wäre heute Morgen nicht so gut. Aber alles okay. Alles in Ordnung. Sie wollen zu grün gerade. Das muss ein technisches Problem sein, was wir wirklich entschuldigen müssen. Ich gehe mal ganz schnell aus. Very simple. It does what it says. So what? Check another one in. What? Just sorry. Another problem. Oh my God. Are you alright? Hey, ich bleib hier so liegen. Lass mich so liegen. Wisst ihr, was immer das Problem an solchen, gerade so Live-Momente, man versucht aus dem Moment, man kann es ja nicht rausschneiden, man versucht irgendwie das Beste draus zu machen. Aber wie macht man das Beste draus? Wie macht man das Beste aus so einer Situation? Bei mir wäre es so, ich würde jeden Kameramenschen und alle, die zugeguckt haben, verschwinden lassen. Das ist das Beste, was man draus machen kann. Keiner kann mehr drüber reden, sind eh alle weg. Sind alle weg. So, keiner redet mehr drüber. Besser geht's doch gar nicht. Also wenn Sie etwas Unkultiviertes suchen, wo Sie noch ein bisschen Arbeit mit haben, dann hab ist das der Richtige. Den gibt's gleich in Herrchen gesucht. Sie dürfen nur keine Kaninchen haben. Das finde ich dann nicht. Tschüss. Nein. Das Problem ist, sowas sehe ich so oft in den Straßen, ne? Da ist es nur der Unterschied, dass die Frauen oder die Männer, die wollen ja die Hunde halten und die haben die Hunde dazu trainiert, dass sie so aggressiv so rumlaufen. Zu Beginn des kommenden Jahres anzuheben. Zu dem Aktionstag hatte die IG Metall aufgerufen. Am Dienstag will sich der Betriebsrat zu Verhandlungen mit. Verzeihung. Oh, das ist gemein, das kenne ich. Wenn die Stimme weg ist. Verzeihung. So. Die Arbeitnehmervertreter wollen dabei. Nein, das geht, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht kann man einmal auf mich zurückschneiden. Das tut mir leid, meine Damen und Herren, wenn man kurz vor der Sendung noch etwas isst. Ich versuche es jetzt nochmal, ansonsten... Ich bin untröstlich, aber ich weiß nicht, was mein Meerschweinchen hier gerade macht. Abgesehen davon ist es undicht. Ja, also ich sehe das... Irgendwas hast du mit ihm gemacht. Das tut mir furchtbar leid. Das Problem als an der Sache hier, ne? Ich will ja jetzt... Ne, man sieht es ja auch hier ganz gut, ne? Für Aufladekreis. Also viele, die selber allgemein Tiere haben, also ich meine jetzt nicht nur Meerschweinchen, man sieht ganz klar eine Sache immer wieder. Wenn Tiere anfangen, sich anders zu verhalten, zu verstecken, sich irgendwo sogar bei den Herrschen zu verstecken, ne? Oder hier bei den Moderator. Bedeutet das nicht, dass das Tier einen lieb hat, das Tier will abhauen. Das will einfach abhauen aus der Situation, das Tier ist unfassbar gestresst. Und das Hinurinieren sagt ja schon alles. Finde ich immer ein bisschen schwierig, ne? Ob man Tiere so unbedingt in solche stressigen Situationen reinbringen muss, ich weiß es nicht. Ich würde es nie machen, wenn ich mal irgendwann, ich sage Beispiel jetzt, ich wäre jetzt ein Züchter von Meerschweinchen. Da würde ich die Meerschweinchen in den Käfig lassen, würde so ein Video zu den Meerschweinchen machen und würde sagen, hier, wer will das und das Meerschweinchen haben? Ich hätte das und das zu verkaufen. Ich würde das Meerschweinchen aber nicht nehmen, ins Studio stellen mit Lichtern, die irgendwie 40 Grad, danke, vielen Dank, der es mir gerade gesagt hat, 40 Grad Lichter auf dem Meerschweinchen gehalten und dann noch rumzappeln. Würde ich niemals machen. Nicht nur bei Meerschweinchen, bei gar keinem Tier. Das ist Flucht, das ist Angst.
Ja, also das kenne ich selber, von ausgesprochenen Fluchtinstinkt. Kann man nicht anders sagen. Diese Krankheit, die gerade. Können wir das mal. Zeigen Sie doch mal was anderes. Nein, also das, vor allem der Part, den man gesehen hat über die Meerschweinchen, dass man die nicht mit den Kaninchen zusammenhalten kann, der stimmt also nicht richtig. Das ist also so ein bisschen so wie zwischen Hund und Katze. Und wenn man erwachsene Meerschweinchen und erwachsene Kaninchen zusammensetzt, dann haben die bestimmt nicht viel Freude miteinander. Aber bei kleinen Tieren geht das also sehr wohl. Und Meerschweinchen und Kaninchen sind schon zusammenzuhalten. Ne? Man darf sie bloß nicht erst erwachsen zusammen. Ich kriege mein Kaninchen hin. Das Meerschweinchen nicht aus der Jacke. Ich hoffe, du schützt mich. So, komm mal hier. Ja, also das ist der Grund, warum man Meerschweinchen nicht mit in die Kneipe nehmen kann. So. Im Prozess um die Anschläge vom 11. September hat der Marokkaner Mutter Sadek enge Kontakte zu allen Mitgliedern der Hamburger Terrorzelle eingeräumt. Am zweiten Verhandlungstag ja. im Hamburger Oberlandesgericht betonte der Angeklagte, es habe sich um normale Freundschaften gehandelt. Allerdings gestand er ein, Überweisungen für die Gruppe ausgeführt zu haben. Und vom Karate etwas, eine Sportart, die relativ sehr selten bei uns im Fernsehen zu sehen. Also der erschreckt sich ja. Länderkampf Deutschland gegen England. Gestern in Salzgitter. Die Fetzen fliegen. Ich hoffe, nachher wird es nicht ganz so dramatisch werden. Und jetzt? Der Karpfen kommt jetzt hier rüber. Ha! Das sagen wir ihn an! Das ist noch verwartet. Den habe ich aber auch noch nie so weit tragen müssen. Ja, meine Küche ist ja kleiner. So. Danke. Okay, bitte. So. Was ist das für ein Fisch heute? Sag mal. Nicht tot. Prima Spaß, hier Reporterin zu sein. Vielleicht können wir hier mal zeigen, wie das war. Ja, gut. Ja, lass mich mal auf. Ja, danach hat sie gekündigt und hat sich gedacht, nee, ich werde doch lieber irgendwo im Büro arbeiten. So schnell geht's, ne? So schnell geht's. Der Weg, den ich oft in Gedanken ja. Schnelles Karriereende, ne? Und zu dir, denn dort wartest du, kein Glück bei dich. Sing weiter! Die Temperaturen in Deutschland liegen bei minus 4 Grad und wir haben minus 4 Grad ja. in Deutschland. Jetzt sollte eigentlich die Wetterkarte kommen. Okay, machen wir das noch nicht. Zeige ich Ihnen erst noch mal so ein paar kleine Impressionen, die wir auch noch hier aus Zwiesel gestartet haben. Hier sehen Sie mal so ein paar Impressionen, wie es in der Stadt zu viel im Augenblick hat. Oh, jetzt haben wir die Karte. Okay. Jetzt die Karte wieder weg. Kann auch sein, liegt an mir, dass mein Kleiner hier ein bisschen eingefroren ist bei den Temperaturen. Und ich hoffe für die ganzen Helfer hier vor Ort, dass es zum Schneeschippen nicht noch das Sandsackschleppen, so jetzt habe ich das Wort auch, dass das Sandsackschleppen nicht dazu kommt. Hallo? Ja, hallo. Mit wem spreche ich denn? Nee. Sind Sie nicht Frau Schüler? Nee. Das hört sich aber so ein bisschen so an, der, als die Desiree, die hat auf den Anruf gewartet. Die wartet nämlich immer abends von 22 bis früh um 6 Uhr auf Anrufe. Oh, oh Mensch, wer ist das? Carsten, bist du das? Machst du übrigens auch, ich war da auch immer von 22 bis 6 Uhr auf Anrufe. Nein. Hallo? Nein, ich bin nicht der Carsten. Ich bin der Günther. Würden Sie mich auch nehmen? Hör mal. Nee. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Stellt euch mal vor, in dem Moment hätte sie gesagt, ja, geht auch. Der arme Carsten, ne? Der arme Carsten, du. Le, da ist Günther ja auch am Telefon, oder ist das Verarschung? Nee, es ist schon richtig, aber ich habe mich verwählt. Ich suche Elisabeth. Sind Sie Elisabeth? Nee, bin ich nicht. Dann wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute. Wir können uns ja mal zum Kaffee trinken treffen. Aber ich habe mich verwählt. Ich suche eine andere. Tatsächlich? Das ja. Okay, alles klar. Ja, kann mal vorkommen. Günter Jauch hat bestimmt... Das war schon die richtige Person. Günter Jauch hat nur die Stimme gehört und hat gesagt, naja, ist jetzt doch nicht für mich unbedingt so sympathisch, ne? Wie kommt man aus der Situation raus? Einfach sagen, ach nee, ich suche doch eine andere. Nee, sorry, also ich habe mich verwählt.
Wir kriegen das anderweitig hin. Entschuldigung. Ach ja, ich liebe solche Videos, ne? Ich gucke mir solche Videos so unfassbar gerne an, also die witzigsten TV-Momente, weil das zeigt einfach die Menschlichkeit, ne? Dass wir alles nur Menschen sind, egal wie viel Professionalität wir an den Tag legen müssen, es passieren trotzdem Dinge und man kann auch gemeinsam drüber lachen, weil es einfach, das zeigt halt Menschlichkeit. Selbst die Technik kann mal rumspinnen, ne? Und das waren jetzt auch, finde ich, auch menschliche Reaktionen. Ne? Es gibt natürlich ganz andere Reaktionen, die schlimmsten Ausraster in TV-Momenten. Wenn ihr wollt, dass ich drauf reagiere, sagt mir das einfach mal. Ja, gut, das ist ja an sich auch menschlich, aber man hätte in manchen Situationen auch anders reagieren können. Ne? Aber sowas liebe ich einfach, ne? Dass nicht immer alles so funktioniert. Ne? Wenn man eine Doku dreht, da kann man einfach so ein paar Sachen rauscutten, die wichtigsten Informationen rauscutten, dass in der Doku was ganz anderes gesagt wird, vielleicht wenn einer hinfliegt, rauscutten, das geht, aber in Live-Momenten nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen, guckt unbedingt das Originalvideo an, lasst Liebe da, lasst Follower da, lasst Likes da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, haut rein und tschüss.